Ja, vielen Dank für die Einleitung. Das passt auch ganz großartig, weil ich jetzt mehr oder minder darüber reden werde, warum Konstruktivismus und Surrealismus doch recht wenig miteinander gemeinsam haben oder sich aus unabwägbaren Gründen eine Zeit lang gehasst haben. Und zwar deswegen, weil der Arbeitsbegriff im Konstruktivismus oder also richtiger, präziser formuliert im Produktivismus schon sehr tayloristischer war. Und genau darüber werde ich länger reden. Ich hatte das Lukas eben schon erzählt, ich hatte einen Vortrag geschrieben, der war dann bei 16 Seiten angelangt. Dann habe ich ihn zur Seite gelegt und jetzt habe ich Stichworte, damit das Ganze nicht so ausufernd wird. Im Hintergrund laufen die ganze Zeit Bilder durch, zu denen ich bis auf zwei, drei nicht direkt was sagen werde. Laufen ist jetzt in dem Fall auch nicht mehr wahr. Hallo? Ich muss mal eben rausfinden, wie ich das in den Loop stellen kann. Und wozu ich reden werde, ist, ich werde anfangen, damit erstmal was zum Begriff des Realismus zu sagen, weil der Vortrag heißt ja Konstruktivismus als Realismus. Und ich versuche ein wenig eine Ehrenrettung des Realismus, der zu Unrecht und aus kalter Kriegsgründen in Verruf geraten ist. Ich stelle es einfach immer wieder an. Ich weiß nicht so recht, wie ich das anders machen soll. Alright. Und ihr könnt mich gerne unterbrechen und Fragen stellen oder warten und Fragen später stellen. Auf jeden Fall ist ohnehin das, was ich vortrage, so angelegt, dass es auf eine Diskussion hinführen soll. Also ich will jetzt hier nicht abschließend zum Thema Konstruktivismus reden. Wenn man was Abschließendes zum Thema Konstruktivismus will, dann sollte man sich das Buch von Christina Lodder angucken. Das ist zwar von 1978, wenn ich mich recht entsinne, aber nichtsdestotrotz weiterhin das weitaus beste Buch zum Thema, weil das das Verhältnis von politischer und künstlerischer Bewegung sehr stark darstellt, was ansonsten ein Problem ist, weil sehr viele Kunsthistoriker das nicht tun. Und damit komme ich gleich sozusagen zur Grundannahme. Konstruktivismus als Realismus heißt es deswegen, weil sowohl Konstruktivismus als auch Realismus heute gerade in der Kunstgeschichte, aber auch in anliegenden Fächern als Schulen verhandelt werden, also als Stilrichtung sozusagen. Man erkennt Konstruktivismus in den rechten Winkeln, die überall auftauchen, und Realismus daran, dass man schwitzende Arbeiter sieht. Keins von beiden ist wahr, denn keins von beiden hat sich gegründet als eine Stilrichtung, sondern Konstruktivismus und Realismus sind beides eher Arten, mit der Welt umzugehen, also produktive Verhältnisse zur Welt, die versuchen, die künstlerische Produktion ins Verhältnis zur gesellschaftlichen Bewegung ihrer Zeit zu setzen. Weswegen man beim Konstruktivismus, und da komme ich gleich zu, warum das so ist, zwar davon reden kann, dass er aufgehört hat an einem bestimmten Punkt, aber beim Realismus zum Beispiel nicht, sondern der Realismus ist, da er als Weltverhältnis zu beschreiben ist, ein Verhältnis, was sich verändert hat über die Jahrzehnte, beziehungsweise inzwischen kann man sagen über anderthalb Jahrhunderte, aber weiterhin als Frage besteht. Und mit der Frage werde ich dann auch enden. Zunächst aber so ein, zwei Stichpunkte zum Begriff des Realismus. In der bildenden Kunst, und ich beschränke mich hier auf die bildende Kunst, kommt der Begriff des Realismus das erste Mal auf mit Gustave Courbet, der 1855 ein Manifest schrieb, das hieß Le Realisme. Gustave Courbet hat 1848, also im Zeichen der Februarrevolution in Paris, angefangen, sich selber als Realist zu bezeichnen oder realistisch zu arbeiten, was den Grund hat, dass Realismus für ihn eine Reaktionsform auf die politischen Ereignisse in Frankreich war, weil er Karl Marx' Einschätzung, dass die Februarrevolution eine originär bürgerliche Revolution war, die nicht die Umwerfung der Verhältnisse, sondern einfach nur ihre Verbürgerlichung zur Folge haben sollte, teilte. Und deswegen diskutiert er, und das setzt sich in der Historie dann fort, Realismus in erster Linie als eine Idee der Korrektur der Realität im Namen ihrer progressiven Tendenzen. Also was er versucht in diesem kurzen Manifest, was er publiziert, klarzustellen, ist, dass es beim Realismus darum geht, zu sagen, okay, man hat eine Gesellschaft vor sich, in der es progressive Tendenzen gibt, also wie in den 1850ern in Frankreich. Aber diese progressiven Tendenzen kommen nicht zur Ausführung. Also die Revolution tritt nicht ein. Und Realismus ist sozusagen immer eine vorrevolutionäre Bewegung. Denn Realismus ist sozusagen diejenige Kunst, die sich bemüht, die progressiven Tendenzen in der Gesellschaft aufzufangen und diese zum Ausdruck zu bringen. Also die Kunst sozusagen als Hebel,
als politischen Hebel zu benutzen. Dabei geht es dann nicht, und das hat der Realismus mit dem Konstruktivismus gemeinsam, um die künstlerische Qualität, die wieder, auf die es wiederum dann reduziert wird in der Kunstgeschichte. Da wird sich gefragt, ist es ein gutes Werk von Rodchenko oder ein schlechtes? Das ist nicht die Frage im Realismus und ebenso wenig im Konstruktivismus, sondern hier ist die Frage diejenige nach, nach dem Realitätsbezug. Also die Güte der Werke zeigt sich daran, inwiefern es ihnen möglich ist, Tendenzen ihrer Zeit zum Ausdruck zu bringen und vor allem projektiv zum Ausdruck zu bringen. Also keine Abbildtheorie, Realismus ist keine Abbildtheorie, sondern Realismus handelt eben von dem Verhältnis von Sollen und Sein, also von dem Verhältnis der Gegenwart, wie sie ist, und dem, wie sie sein könnte, also immer von der Potenz. Als zweiten Zeugen des Realismus möchte ich Boris Awatow anführen. Boris Awatow ist ein Theoretiker des russischen Produktivismus, der sowohl Teil des Proletkults war, als auch Teil des Inschuk. Zu beiden Institutionen sage ich gleich nochmal was. Und für den wiederum Realismus als Formulierung einer Tendenz gilt, in der die Kunst als Vorhut der Revolution firmiert. Dazu ein Zitat von Boris Awatow. Folglich ist echter Naturalismus, Wahrhaftigkeit in der Kunst, ein Mythos, den es niemals gegeben hat und niemals geben wird. Eine real abbildende Kunst ist eine Contradictio in adjecto, und der sogenannte Realismus ist nur eine besondere Weise der künstlerischen Umgestaltung der Wirklichkeit und dazu noch eine unbewusst angewandte. Er wendet sich damit in der Realismusdiskussion eben gegen diejenigen, die den Realismus als Abbildtheorie verfolgen, aber stellt halt gleichzeitig klar, dass Realismus nie Naturalismus war. Dieses Missverständnis, dass Realismus eine Abbildung der Realität sei, ist ein relativ spätes Missverständnis. Das ist einmal etwas, was sich sehr durchgesetzt hat in der Kunstgeschichte, in der Diffamierung des Realismus als totalitaristischer Kunst. Und auf der anderen Seite, absurderweise, mit der Idee des Dokumentarismus, also eher in den 50ern, wirklich mit der Einführung des Fernsehens als ein Massenmedium und dann noch stärker mit der Einführung digitaler Medien. Vorher war Realismus als Begriff immer klar als Korrektur gesetzt. Die dritte Person, die ich hier in Anschlag bringen will, und das ist vielleicht noch am ehesten eine Verbindung zu den Surrealisten, ist Ernst Bloch. Ernst Bloch hat 1936 an einer Debatte teilgenommen, die hieß die Expressionismusdebatte und wurde in einer Exilzeitung geführt, die hieß Das Wort, die wurde in Moskau publiziert. Die wurde publiziert von Brecht zusammen mit Anna Segers. Und es gibt auch ein Buch, das bei Sokamp erschienen ist, das heißt die Expressionismusdebatte, das kann ich Leuten nur ans Herz legen. Da sind die Aufsätze von Lukács, Brecht, Segers, Bloch und anderen dokumentiert, die eben streiten darum, was der Realismus ist. Und was Bloch vertritt, ist die Aussage zu sagen, der Realismus, der Expressionismus ist ein Realismus, weil er sagt, die Zeit fordert einen Expressionismus, und da der Realismus die Zeit fasst, muss er heute ein Expressionismus sein. Zitat: Die Wahrheit ist nicht Abbildung von Fakten, sondern von Prozessen. Sie ist letzthin die Aufzeichnung der Tendenz und Latenz dessen, was noch nicht geworden ist und seine Täter braucht. Und diese Idee von dem, was noch nicht geworden ist und seine Täter braucht, beschreibt eigentlich sehr schön und zentral, was Konstruktivismus war. Also was die Bewegung der revolutionären russischen Künstler zu Zeiten der Oktoberrevolution war. Der Versuch, Täter für noch auszuführende Handlungen zu finden. Das letzte Beispiel für eine realistische Position, und dazu habe ich leider kein Bild, aber das wahrscheinlich kennt ihr zumindest eins der beiden Bilder, ist Jewgeni Tschaldai, der 1945 der Dokumentarfotograf der russischen Armee war, also sowohl bei der Befreiung von Auschwitz dabei, als auch beim Einmarsch in Berlin. Beim Einmarsch in Berlin hat er ein sehr berühmtes Foto gemacht, und zwar die russischen Soldaten, die sowjetische Flagge auf dem Reichstag hissen. Sehr beliebtes Postermaterial. Das ist ein vollständig retuschiertes Foto. Also der Witz bei diesem Foto ist, diese Soldaten hatten so ganz viele Armbanduhren, die sie gefunden hatten, an ihren Armen, die er wegretuschiert hat. Und dann war es so, dass an dem Tag kein Wind war. Deswegen hat die Flagge eigentlich gar nicht geweht, sondern runtergehangen. Und da die Realität sich aber nicht so benommen hat, wie es ihrer würdig war, hat er die Realität korrigiert, um der Vehemenz des Ereignisses Ausdruck zu verleihen. Und das ist was
damals fraglos als Realismus diskutiert wurde, wo man heute sagen würde, naja, das ist eine Täuschung. Aber die Frage ist, ob man die Täuschung vom Medium aus festmacht oder ob man sagt, das objektive Verhältnis zur Wirklichkeit beschreibt den Realismus. Ein zweites Beispiel von seiner Arbeit ist, eben als er bei der Befreiung von Auschwitz dabei war, hat er ein Foto gemacht von dem brennenden Haus des SS-Lagerleiters, wurde dann hinterher in einem Interview gefragt, ob er denn da auch dran rummontiert hat, also ob er irgendwie die Flammen so ein bisschen größer gemacht hat oder so ein bisschen mehr Rauch, und er sagte, nein, ich habe einfach nur das Haus angezündet. Also Realismus ist eine durchaus aktive Kunstform. So, und weiß irgendjemand, wie man das in Loop stellt, weil das ist irgendwie ziemlich... Ach so, ich muss einfach nur hinterher wieder... okay. Auf das wieder drauf dann, das unten, das. Alright. Na dann. Okay. So, Realismus ist also nicht eine Frage der Selbstähnlichkeit der Gesellschaft, sondern eben im Gegenteil der Annäherung an ihre progressiven Tendenzen. Realismus war stets eine revolutionäre Kunst, sowohl bewusst als auch unbewusst. Realismus besteht im Versuch, die Tendenz zu verobjektivieren, die noch nicht gesellschaftlich durchgesetzt ist. Also nochmal ein Beispiel von Courbet. Courbet war ein aktiver Teilnehmer der Pariser Kommune 1870-71, und zu dem Zeitpunkt hat er keine realistische Kunst gemacht, weil da war die Welt real. Also es gibt ein Courbet-Zitat, was genau davon handelt, zu sagen, es braucht keinen künstlerischen Realismus, wenn die Welt selbst sich realisiert. Und das sah er eben im Moment der Kommune, und von daher war für ihn da realistische Kunst außerhalb der Frage. Realismus ist also keine Schule, wobei ich gleich nochmal kurz was dazu sage, inwiefern es natürlich dann unter Stalin eine wurde, sondern ein produktives Verhältnis zur Realität. Und zwar sowohl innerhalb der Revolution als auch außerhalb der Revolution. Und es geht davon aus, dass die Verpflichtung der Kunst eben die zum Objektiven ist. Jetzt ist es so, dass natürlich nicht völlig zu Unrecht der Realismus in Verruf geraten ist durch den sozialistischen Realismus. Der sozialistische Realismus... Wenn man versucht, zum sozialistischen Realismus zu recherchieren, merkt man recht schnell, dass die Literatur, die es dazu im deutschsprachigen Raum gibt, freundlich formuliert voreingenommen ist und die Auswahl der Arbeiten, die man da präsentiert kriegt, immer sehr darauf abgestellt ist, zu zeigen, da sollen Arbeiten, also glückliche Arbeiter, schwitzende Arbeiter, aber auf jeden Fall immer Arbeiter abgebildet werden. Was mit der Realität recht wenig zu tun hat, ist es einfach so, dass es in Russland, genau wie in Europa, innerhalb Mitte des 19. Jahrhunderts Realismus als Kunstrichtung gab, genauso wie bei Courbet der bürgerliche Realismus. Und dieser Realismus hat sich als Romantizismus, als eine bestimmte Schule weitergetragen, die eben als romantizistisches Bild die Gegenwart abgebildet hat. Und das ist das, worauf sich dann der sozialistische Realismus bezieht. Man muss aber sagen, dass vorher, also in Zeiten der Revolution, Tatlin, Rodchenko, Stepanova, auch Malevich, alle für sich akklamiert haben, Realisten zu sein. Also die Diskussionen in den Jahren so 17, vor allem 17 bis 1921, liefen, die Streits liefen vor allem darüber, wer Realist ist, wer für sich akklamieren kann, Realist zu sein, weil klar war, Realist zu sein bedeutet, revolutionärer Künstler zu sein. Damit komme ich zu so ein paar historischen Eckpunkten, weil ich nicht weiß, also so zur russischen Revolution und im Verhältnis zur Kunst, weil ich nicht so recht weiß, was das Vorwissen ist. Ich hoffe also nicht zu langweilen damit. 1815 stellt Malevich erstmals sein schwarzes Quadrat auf weißem Grund aus. Und zwar, das habe ich nicht als Bild, aber ich gehe davon aus, dass jeder weiß, wie es aussieht. Gleichzeitig zeigt Tatlin hier zum ersten Mal eines seiner Eckreliefs. Der Witz an der Sache ist, dass die beiden, das ist auch eine Arbeit von Tatlin, aber eine wesentlich spätere, der Lee Tatlin, Wladimir Tatlin und Kasimir Malevich waren Antipoden innerhalb der russischen Revolution, also innerhalb des Kampfes um die Kunst. Es war so, dass Tatlin Malevich 1921 der Streit zwischen denen so weit gegangen ist, dass Malevich Moskau verlassen hat und nach Vitebsk gegangen ist, um dort zu lehren und da die Unovis-Gruppe gegründet hat. Und der Streit zwischen beiden eben genau darum ging, dass Malevich gesagt hat, man muss die Komposition finden, man muss die Komposition immer reiner machen und die Farbe ist das, was es zu konstruieren gilt. Und Tatlin auf der anderen Seite
bereits 1919 seine Schule für Materialkunde gegründet hat, also sozusagen das umgekehrte Prinzip in Szene gesetzt hat, zu sagen, es geht um das Material und nur vom Material aus kann konstruiert werden. Und wenn man sich das vorstellt in einer Ausstellung, hat man links halt den berühmten Malevich und rechts hat man eine Plastik, die um eine Ecke rumgeht, also man hat eine Raumecke und um diese Raumecke gespannt sind Drähte und gefundene Stücke von Holz und also Dreck, mehr oder minder, in größeren oder kleineren Formen, der zusammengesetzt wird, weil Tatlin eben sagt, es geht um eine Materialkultur und die Materialkultur besteht eben darin, dass das, was wir auffinden um uns herum, genau das ist, aus dem wir neu konstruieren müssen. Also es geht nicht um einen Utopismus zu sagen, man fordert das Unmögliche, sondern das Unmögliche steckt in den Dingen selbst und muss daraus konstruiert werden. Am 25.10.1917 lösen die Bolschewisten die provisorische Regierung in Petrograd ab. Das ist das Datum, was als Oktoberrevolution bekannt wurde. Und bereits 10 Tage später gründet sich die erste Proletkultgruppe in Petrograd. So, ich habe es gelernt. Vielleicht. naja, oder auch nicht. Wir gucken uns mal kurz die Tatlin an. Ich mache mal eben den historischen Abriss weiter. Die russische Revolution, wenn man sich das technisch vorstellt, auch hier wieder eine Buchempfehlung. Es gibt von Sheila Fitzpatrick ein Buch, das heißt The Commissariat of Enlightenment. Das handelt vom Kommissariat für Aufklärung. Dieses Kommissariat für Aufklärung, das NAKOMPROS heißt, wurde bereits im Januar 1918, also kaum 3 Monate nach der russischen Revolution gegründet. Also direkt nach der russischen Revolution begannen die Bolschewisten die Gesellschaft neu zu organisieren. Auf der einen Seite natürlich über Kriegskommunismus, der dann 4 Monate später ausgerufen wurde, also über Enteignung. Auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass gesellschaftliche Institutionen neu gegründet wurden. Und im Fall des NAKOMPROS geht es eben um eine Kulturinstitution. Die hatte auch eine Unterabteilung, die hieß IZO, die war für Kunst verantwortlich. Zu dieser Institution gehörten Tatlin, Rutschenko, Stepanova, Lesitsky, Malevich. Also alle, die man als Konstruktivisten kennt, waren wirklich an der Bildung dieser Regierungsorganisationen beteiligt. Tatlin dabei auch ganz maßgeblich. Und das ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil es hier natürlich darum geht, dass die Bildung neu strukturiert wird. Also dass man sozusagen einen Nullpunkt erzeugt, indem man sagt, okay, bis jetzt ging es um die bürgerliche Bildung, die dem Arbeiter beibringt, nichts zu wissen, weil es die bürgerliche Bildung ist, die für ihn keinen produktiven Wert hat. Und dagegen hat sich zum Beispiel die Proletkultgruppe ausgesprochen, die eine Unterabteilung dieses Kommissariats für Aufklärung war, und die gesagt hat, man muss alle bürgerliche Bildung neu darauf überprüfen, ob sie einen produktiven Wert für den Arbeiter hat. Wenn sie die nicht hat, muss sie weggeschmissen werden. Also zum Beispiel Tolstoi waren sie gegen. War so, hatte keinen Wert für die Arbeiter, sollte man nicht weiter lesen. Also es geht wirklich um einen ganz klaren Schnitt, wo auch die Frage ist, inwiefern das produktiv ist oder nicht. Im April 1918 ruft Lenin über das NAKOMPROS den Plan für monumentale Propaganda aus. Dieser Plan für monumentale Propaganda, da sahen wir gerade eine, ganz kurz, das war eine, das ist ein Eckrelief von Tatlin. Und zwar genau das, was mit Malevichs Quadrat zusammen zu sehen war. Dieser Plan für monumentale Propaganda bezog sich darauf, dass die Skulpturen des Zarismus, die auf den öffentlichen Plätzen standen, umgestürzt und zerstört wurden, soweit man sie in die Finger kriegte. Und stattdessen hat rief Lenin eine Ausschreibung aus, die alle Künstler aufrief, revolutionäre Helden zu formen. Das ist erstmal keine besonders revolutionäre Idee, denn was Lenin sich darunter vorstellte, waren wirklich Büsten. Also man konnte sich aussuchen, ob man Büsten macht oder ganzfigurige Personen. Und die Idee war aber, dass die nicht in Bronze oder in Stein gehauen werden, sondern dass die vergänglich sind, weil die Revolution schreitet ja weiter und deswegen gibt es immer neue Helden und eine Veränderung in der Geschichte. Und deswegen hatte man wirklich viele Skulpturen, die aus sowas wie Pappmaché im Endeffekt waren und die dann durch das Wetter, was ja nicht gerade unbedingt das Beste ist, in Zeiten der Oktoberrevolution, auch zerstört wurden und dann neu aufgebaut wurden. Wer an diesem Plan beteiligt war, war Tatlin. Zu dem komme ich gleich nochmal. Und der hat genau in diesem Rahmen des Plans für monumentale Propaganda das
Monument zu Ehren der Dritten Internationale konstruiert, zu dem ich gleich nochmal kurz komme. 1920 wird das INSCHUK gegründet. Das INSCHUK ist eine Institution, die sich sozusagen um die Theorie der Kunst und der Ästhetik kümmert. Auch hier Mitglieder wieder Stepanova, Rutschenko, Tarabukin, Avatov, Malevich war kurz dabei und Kandinsky war ganz kurz dabei. Und warum die nur kurz dabei waren, dazu komme ich gleich nochmal. Das ist eine der wichtigen Institutionen, die dann wirklich bis 1927 weiter bestehen wird. 1928 beginnt die von Stalin ausgerufene Kulturrevolution und gleichzeitig beginnt der erste Fünfjahresplan. Aber das INSCHUK arbeitet die ganze Zeit durch und macht immer wieder Konferenzen und Publikationen eben zum Status der revolutionären Kunst. Im Oktober 1920 wird die WUKTMAS gegründet. Das ist die Freie Kunsthochschule in Moskau, die entstanden ist aus der Zusammenlegung aller Kunsthochschulen der Stadt. Vorher gab es, wie es das heute auch ja leider immer noch gibt, eine Trennung zwischen Schulen für Gebrauchskunst, dann gab es in Russland noch Schulen für Ikonenproduktion und für die hohen Künste. Und die WUKTMAS ist eine Zusammenlegung aus all diesen Schulen, in der ein neues Programm ersonnen wurde, um sozusagen in der Idee von Tatlins Materialkunde die künstlerische Produktion als ästhetische Produktion vollständig neu ins Werk zu setzen. Auch da lehren Tatlin, Rutschenko, Stepanova, also es bleiben immer dieselben Personen, die sich in diesen unterschiedlichen Organisationen immer wieder neu organisieren. Wobei man da auch im Blick halten muss, das sind zwar die zentralen Figuren für das, was an Konstruktivismus interessant ist, gleichzeitig gibt es aber Symbolismus und so völkischen Realismus, könnte man das nennen, also die traditionelle Reform des russischen Realismus, weiterhin auch an diesen Schulen und es wird auch weiterhin gelehrt. Also das läuft sozusagen nebeneinander her. Zu WUKTMAS sage ich gleich auch nochmal kurz was. 1921 ist insofern ein wichtiges Jahr, als dass, ich hatte ja eben kurz erwähnt, dass 1918 der Kriegskommunismus ausgerufen wurde, bedeutet großflächige Enteignungen und Abschaffung des freien Handels. Das führte in Verbindung mit dem Bürgerkrieg in Russland, der nach der Revolution ausbrach, zu unglaublichen Hungerwellen, den Lenin versuchte dadurch zu begegnen, dass er die neue ökonomische Politik auf den Plan rief. Diese NEP genannte Institution führte zu einem Teil das Eigentum wieder ein, und zwar in erster Linie für die ländlichen Gebiete, für die Bauern, weil es vorher so war, dass die Städte verhungerten und die Bauern produzierten, aber für beide keine Veränderung der Situation sich herstellte. Und dadurch, dass die NEP-Männer eingesetzt wurden, war es so, dass Lenin darauf hoffte, dass sich sozusagen das Land von der Revolution erholen würde und so viel produzieren könnte, dass es A, selber sich aufbaut und B, aber in die Städte, also genötigt wird, in die Städte Nahrung zu liefern. Das war sehr folgenreich, vor allem auch für die Künstler, weil dadurch, dass die neue ökonomische Politik ausgerufen wurde, gab es wieder sowas wie Privatbesitz. Also gab es auch wieder Kunstsammler. Und Kunstsammler sammeln nicht konstruktivistische Stahlstrukturen, sondern symbolistische Malereien. Dadurch war es so, dass die Kunstförderung durch den bolschewistischen Staat wesentlich weniger wurde, weil darauf vertraut wurde, dass die Künstler sich über wirklich eine ähnliche Formation wie den freien Markt finanzieren würden. Und das schaffte ein Ungleichgewicht, weil dadurch die traditionalistische Malerei wieder sehr, sehr viel stärker wurde in Russland, was zum Teil was von Lenin auch durchaus intendiert war, denn die größte Gruppe von produktivistischen Künstlern, die ich eben schon mal erwähnt habe, nämlich der Proletkult, was eine Arbeiterorganisation war, hatte 1920 dieselbe Größe wie die Partei. Also 500.000 Leute waren Mitglied im Proletkult. Dieser Proletkult wurde geleitet von, oder einer der Köpfe im Proletkult war Alexander Bogdanow. Alexander Bogdanow ist derjenige, gegen den Lenin 1904, glaube ich, Materialismus und Empiriokritizismus geschrieben hat und damit dafür gesorgt hat, dass Bogdanow aus der Partei ausgeschlossen wurde. Man hat also die Situation, dass 1920 auf einmal Lenins größter Feind
Bogdanov aus der Partei wieder auftaucht und sein größter Gegner wird, weil er eine Organisation gegründet hat, die ähnlich groß wie die Partei ist. Der Proletkult war im Gegensatz zur Partei dezentral organisiert. Der Proletkult bestand, war sowas wie eine offene Arbeiteruniversität. Also die haben Universitäten an großen Fabriken gegründet und es gab eine Grundstruktur, also es gab immer Kurse in revolutionärer Geschichte, Marxismus, Leninismus, Kunstgeschichte, dann gab es immer einen Metallworkshop, einen Holzworkshop und Malerei und Dichtung und Musik. Und das haben die als Struktur wirklich hinbekommen, über dieses riesengroße Flächenland zu verteilen. Und haben so sehr schnell, dadurch, dass es dezentral organisiert war, also es gab dieses Grundmuster, was für Klassen man erstmal anbieten musste, von da aus konnten aber die Menschen vor Ort ihre Klassen selber organisieren. Was natürlich dazu führt, dass es im Gegensatz zu einer stramm organisierten Partei eine sehr viel größere Selbstbeteiligung wird. Also selbst in den hintersten Winkeln von Sibirien gab es noch Proletkultgruppen. Lenin hat dann 1920 in der Pravda einen kurzen Artikel über den Proletkult veröffentlicht, der da hieß, eine kleinbürgerliche pseudorevolutionäre Vereinigung, in der die Intellektuellen die Arbeiter betrügen. Damit war die Geschichte des Proletkults zwar nicht vorbei, aber damit war die Wichtigkeit des Proletkults sehr stark geschwächt. Denn vorher hatte der Proletkult als feste Institution zum Kommissariat für Aufklärung existiert. Also er war staatlich gefördert gewesen und das ist das, was Lenin dann bis zu seinem Tod noch abgeschafft hat. Lenin stirbt am 21.01.1924, von da an übernimmt Stalin die Führung, was aber zunächst einmal, also die Mehr sagt, Lenin gut, Stalin böse, ganz so ist es nicht. Die haben vorher war Stalin auch schon im Politbüro. Die Diskussionen zwischen Stalin und Lenin waren nicht so, dass einer den anderen rausgeschmissen hätte, sondern es gab da durchaus Übereinstimmungen. Der große Dissens, den Lenin und Stalin hatten, bestand eben im NEP, also in der neuen ökonomischen Politik, was eine leninische Maßnahme war. Stalin schaffte diese neue ökonomische Politik 1928 ab, führte den Kriegskommunismus wieder ein und damit auch den ersten Fünfjahresplan. Das ist jeweils, habe ich eben schon gesagt, das ist jeweils was, was einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie Kunst überhaupt produziert werden kann, weil die Künstler des Konstruktivismus von vornherein nicht die Idee hatten, durch die Kunst die Gesellschaft zu revolutionieren, sondern innerhalb der Revolution der Gesellschaft die künstlerische Produktion grundlegend zu erneuern. Also es geht nicht um eine rein künstlerische Revolution, sondern es geht von vornherein um die Idee, dass Kunst nicht mehr sein muss. Dazu ein Zitat von, wenn ich es finde, Tatlin, genau. Wladimir Tatlin schrieb 1919, was auf sozialer Ebene 1917 realisiert wurde, war in unserer Arbeit als bildende Künstler bereits 1914 realisiert worden, als wir Material, Volumen und Konstruktion als unsere Grundlagen akzeptierten. Wir erklären unser Misstrauen gegenüber dem Auge und stellen unsere sinnlichen Eindrücke unter Beobachtung. Das Ergebnis hiervon ist unsere eigene Anregung zu Erfindungen und zu unserer Aufgabe, eine neue Welt zu schaffen. Und das fasst eigentlich sehr schön zusammen, was das Grundprogramm des Konstruktivismus war. Denn, wie am Anfang schon mal gesagt, Konstruktivismus war keine Schule, sondern Konstruktivismus war ein Plan der Gestaltung. Und die Idee ging von der Komposition, also von dem, was wofür Kandinsky und Malevich berühmt wurden, für malerische Komposition, zur Konstruktion zu gelangen, also praktisch das, womit in der Kunstgeschichte dann Rodchenko oder Stepanova bekannt wurden, und von da aus zur Produktion zu gelangen. Und die Produktion war sozusagen der letzte Schritt. Das wäre nämlich, oder wurde auch teilweise umgesetzt, die Überführung der bildenden Kunst in die Stahlindustrie und in die allgemeine Industrie gewesen. Also die Idee war, dass die Kunst aufgelöst werden müsse im Rahmen einer revolutionären Gesellschaft, denn, also bolschewistische oder marxistische Ansage, war ja, was abgeschafft werden soll, ist eine Form von Arbeitsteilung, die geistige und körperliche Arbeit voneinander trennt, die also von vornherein eine Hierarchie in die Gesellschaft einführt, in Produzentinnen und Intellektuelle. Kunst ist natürlich Teil dieser Arbeitsteilung,
und Teil der geistigen Arbeit. Und deswegen ist das Programm sowohl am Inschuk als auch an der Buchte Mass genau das gewesen, zu sagen, Kunst muss als körperliche Arbeit reetabliert werden und gleichzeitig muss die körperliche Arbeit aufgewertet werden, dass auch sie geistige Arbeit ist. Also es ging um eine Verschiebung sozusagen von beiden Seiten. Auf der einen Seite hat man das Inschuk, das versucht hat, sich von der Kunst, von der Theorie der Kunst aus diesem Problem zu nähern. Und auf der anderen Seite hat man solche Gruppen wie den Proletkult, die innerhalb der Fabriken künstlerische Kurse eingerichtet haben. Also innerhalb der Fabriken wurde gemalt oder es wurden Konzerte gemacht. Vielleicht ist so ein Konzert ein ganz gutes Beispiel. Konzerte, also Musik, die innerhalb der Fabriken durch den Proletkult organisiert wurde, bestand in sowas wie Maschinenmusik. Also es gibt so dokumentarische Fotos davon, dass in so riesengroßen Fabriken Arbeiter mit so Fahnen auf den Dächern der Fabrik stehen und anzeigen, ob die Maschinen an- oder ausgestellt werden müssen. Also die Musik besteht in der Beherrschung des Arbeitsinstrumentes und genau das wird dirigiert. Also so naiv das auch als Idee erscheinen mag, ist es ja erstmal eine sehr grundsätzliche Idee davon, das Verhältnis von Kunst und Arbeit neu zu ordnen und eben nicht zu sagen, es gibt Produktionsmittel für die Kunst und die sind vollständig getrennt von den Produktionsmitteln für die reproduktive Arbeit, sondern reproduktive und nicht reproduktive Arbeit sollten in eins gehen. Dazu kurz zur Frage des Realismus nochmal zurück zu Tatlin und zwar rückwärts, weil es gerade da ist. Das hier ist der Le-Tatlin. Das ist ein Flugobjekt, was Tatlin Mitte der 20er angefangen hat, Mitte der 20er zu arbeiten und wo er bis zu seinem Lebensende immer weiter dran gearbeitet hat. Das besteht vollständig aus gebogenem Holz. Und zwar deswegen, weil die russischen Konstruktivisten zwar immer dafür berühmt sind, mit Metall hantiert zu haben, die wenigsten Skulpturen aber aus Metall waren, weil Metall war wirklich das, was so am rarsten war im revolutionären Russland. Wenn man also diese Bilder von Rodchenko-Skulpturen sieht, dann kann man immer fest davon ausgehen, dass das Holz ist, was Silber angemalt wurde. Und Tatlin hat sich irgendwann zu genau diesem Problem verhalten, und zwar indem er angefangen hat, nur noch mit Holz zu arbeiten, weil Holz ist wiederum das Material, was weithin verfügbar war. Und versucht hat, also er hat zum Beispiel gebogene Stühle und Ähnliches aus Holz produziert. Und eben das ist dann auch Teil der Materialkultur. Davon auszugehen, zu sagen, man muss mit dem, also wir wollen eine neue Gesellschaft formieren, darin besteht unsere Konstruktion als Konstruktivisten. Und um diese neue Gesellschaft zu formieren, müssen wir eben das nehmen, was wir zur Hand haben. Das Monument zu Ehren der Dritten Internationale, das Tatlin im Rahmen der von Lenins Plan für monumentale Propaganda entworfen hat, das ja, wie wir wissen, nie realisiert wurde. Da muss ich jetzt mal eben so was Doofes machen, nämlich, wer kennt das? Ja, also das Monument. Wer hat das schon mal gesehen? Okay, es gibt schon Leute, die es noch nicht gesehen haben, weil ich nicht stundenlang darüber rede, weil alle sitzen und denken so. Okay. Dieses Monument hat Tatlin angefangen 1919 zu bauen und es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass der Konstruktivismus keine Schule, sondern der Versuch war, die Kunst in die Produktion überzuleiten, denn er hat es zusammen mit Boris Arbatow und anderen Mitarbeitern entworfen in seinem Institut für Materialkunde, das er angeschlossen hat in Petrograd, ja, an eine große Stahlfabrik, die Lessner-Fabrik. Und in deren Stahlworkshop hat er angefangen, dieses Ding zu konstruieren. Das sollte höher als der Eiffelturm sein. Der Eiffelturm war damals das Höchste, was so ging. Also es sollte über 500 Meter hoch sein. Und man sieht hier die unterschiedlichen Formen, die innerhalb des Turmes sind. Das sind, man hat ein Quadrat, ein Dreieck und ein Zylinder. Die sollten sich alle drehen. Das unterste sollte sich drehen 365, also innerhalb von einem Jahr einmal gedreht sein. Bei dem nächsten wären wir bei einem Monat und bei dem oben sind wir bei täglich. Und darin sollte sowohl die Weltregierung ihren Sitz haben, als auch die Presse, als auch proletarische Arbeiterclubs. Also dieses Ding war als vollständig sich in sich bewegende Struktur gedacht.
das man eben nicht kontemplieren kann, also zu dem man sich eben nicht verhalten kann, wie zu bürgerlicher Kunst, davor setzen und mal so die Gedanken schweifen lassen in Richtung Ästhetik, sondern dass ein aktives Verhältnis des Davorstehenden zu diesem Objekt verlangt. Ich guck mal eben, ich habe hier noch, genau, das ist Tatlin in seinem Studio. Ich kann kein Russisch, habe mir aber sagen lassen, dass auf den Fahnen steht, Arbeiter dieser Welt, schließt euch zusammen, um das Monument zu realisieren. Das steht irgendwo da hinten, glaube ich. Das ist insofern interessant, als dass das Monument nicht nur nicht realisiert wurde, weil das mit der Weltregierung leider nicht geklappt hat, sondern der Kommunismus dann doch in einem Land blieb. Sondern vor allem auch deswegen, weil es zu dem Zeitpunkt, als Tatlin das entworfen hat, technisch überhaupt nicht möglich war, dieses Ding zu bauen. Also es gab nicht die technischen Voraussetzungen, die den Bau dieses Monumentes ermöglicht hätten. Aber genau darin argumentiert Tatlin, besteht sozusagen sein Realismus, weil sein Realismus eben darin in der Projektion einer befreiten Gesellschaft besteht, die von dem ausgeht, was da ist, also von den Möglichkeiten, die Idee von Skulptur, Architektur und Installation so weit in eine Nutzbarkeit reinzuführen, dass man das Modell entwirft. Aber die Realisation dieses Modells würde genau eben daran hängen, dass die Arbeiterschaft sich befreit vom Joch der industriellen Arbeit und ihre eigenen Mittel findet, also die kreative Produktion mit der reproduktiven Produktion verbindet und so dieses Monument als Monument der Arbeiter selbst realisieren kann. Also die Idee dieser künstlerischen Produktion ist keine von einem singulären Produzenten, der sein Meisterwerk vorstellt, sondern genau die so eines stetig sich verändernden Masterplans, also einer stetig sich verändernden Projektion auf die nächstliegende Zukunft. Also nicht darauf, dass irgendwann Schweine fliegen können, sondern darauf, dass man aus dem, was man jetzt hat, konkret auf den Punkt in der Zukunft projiziert und davon ausgeht, dass das zu realisieren wäre. Das erfreute sich zur Zeitpunkt seiner, also es gibt so dieses 5-Meter-Modell, davon gab es 3 Stück, die wurden dann auch immer bei so Umzügen durch die Stadt gefahren und standen auch ganz lange im Gewerkschaftshaus in Moskau rum. Aber sozusagen nach diesem Prinzip hat Tatlin immer weiter verfahren. Und dasselbe gilt halt für den Letatlin, den wir eben kurz gesehen haben, dieses Flugding. Das hat nie funktioniert. Das hat Tatlin sehr häufig ausprobiert. Es gibt da so mehrere Fotos von mit Tatlin in diesem Gerät, was aber immer auseinanderbrach. Aber er ist sozusagen dabei, also er hat zuerst, diese Konstruktion war halt noch eine Stahlkonstruktion und die ist halt 1919, die ist halt innerhalb des Kriegskommunismus, wobei man sagen muss, Stahlkonstruktion, auch hier handelt es sich um Holz, das angemalt wurde. Aber da war die Idee noch, das ist das, was wir erreichen können. Nach dem NEP stellte sich die Situation wesentlich weniger erfreulich dar. Und von daher wurden sozusagen dann auch, veränderten sich auch die Modelle, also wurden kleiner und es ging dann sehr darum, also sowohl Tatlin als auch Rutschenko als auch Stepanova haben sich selber die, zum Beispiel an einem Punkt Anfang der 20er, so zwischen 22 und 24, sich die Aufgabe gestellt zu sagen, okay, wir produzieren das, was zur Erneuerung der Welt, wie wir sie kennen, möglich ist. Also wir produzieren Kleidung, Tische, Stühle, Besteck, Ofen war ganz wichtig, alle haben Ofen designt. Also es ging genau darum zu sagen, das ist Tatlin, zu sagen, was ist die Notwendigkeit der Produktion. Das ist Rutschenko in einem selbstdesignten Anzug als Arbeitermaschinist vor seinen Skulpturen. Das ist eine Malerei von Rutschenko. Ich suche gerade, weil ich von Tatlin auch noch die Kleidung irgendwo habe. Da. Das ist zum Beispiel die Arbeiterkleidung, also nicht die Arbeiterkleidung, sondern die Kleidung, die Tatlin entworfen hat. Und der Ofen, den Tatlin entworfen hat. Wie lange rede ich schon? Rede ich schon sehr lange? Okay. Dann würde ich jetzt nochmal exemplarisch ein bisschen was sagen zum Inchuk. Ich weiß, dass in dem, was ich gesagt habe, sehr viele Lücken sind, also sehr viele Sachen so gesagt sind, somit ist es halt so. Deswegen meinte ich auch am Anfang, einfach unterbrechen oder nachher fragen. Was war nochmal mit Inchuk? Da komme ich jetzt zu. also das Inchuk wurde
1920 in Moskau gegründet, und zwar in der Zusammenarbeit zwischen einer Gruppe von Künstlern, zu denen Lesitsky gehörte, zu denen Ussebrick gehörte, Stepanova und Rutschenko unter anderem, und dem Narkompros, also dem Kommissariat für Aufklärung. Und das ist ein, heute würde man sagen, ein Institut für Ästhetik. Damals hieß es dann Institut für künstlerische Produktion und Forschung. Also es war sozusagen ein Forschungslabor für die künstlerische Produktion, keine Kunsthochschule. Die Kunsthochschule ist demgegenüber die Buchtzmass, über die ich ganz kurz gesprochen habe eben. Das Programm des Inschuk ist insofern interessant, als dass sich am Inschuk so ein ganz exemplarischer Kampf abgespielt hat um das Programm. Es gab nämlich 1920 mehrere Entwürfe dazu, wie das Inschuk verfasst sein sollte. Einer kam von Kandinsky, von Wassily Kandinsky, Entschuldigung, und einer kam von der Gruppe für objektive Analyse. Das waren so Rutschenko, Stepanova, Babichev und Co., die dann 1921 die erste Arbeitsgruppe der Konstruktivisten am Inschuk gründeten. 1921 kommt auch erst dieses Wort Konstruktivismus auf. Also das ist ein selbstgewähltes Wort. Das ist keins, was die Kunsthistorie irgendwann dem Produzenten zugeschrieben hat. Kandinskys Plan sah vor, sich auf drei Punkte zu konzentrieren, nämlich einmal die Theorie der Kunstgattungen, also die Gattungen der Kunst voneinander zu unterscheiden, zum zweiten eine Theorie ihrer Beziehungen zu entwerfen und zum dritten eine Theorie der Kunst als solcher. Dagegen formierte sich die Gruppe, die erste Arbeitsgruppe der Konstruktivisten, die sagten, nein, der erste Analysepunkt muss eben die Analyse der Ideologie der Kunst sein. Also was ist die Rolle der Kunst innerhalb der Gesellschaft, die wir gerade gestürzt haben? Und was könnte sie sein in der Gesellschaft, die wir jetzt haben? Und das zweite war, dass sie gesagt haben, was die wichtige Frage ist, das Verhältnis von Komposition und Konstruktion. Also eben, wie kann man von der kompositorischen bürgerlichen Kunst zur konstruktiven revolutionären Kunst gelangen? Das führte dazu, dass Kandinskys Programm überstimmt und abgelehnt wurde und Kandinsky ging. Und dass 1920 Rutschenko federführend das Produktionsmanifest schrieb und 1921 Rutschenko selbst, Alexei Gahn, der... Es gibt so eine Zeichnung von so einem Typen von der Seite, das ist Alexei Gahn, also die auch immer da auftaucht. Karl Johansson, der auch sehr interessant ist, über den es ein Buch gibt, das von Maria Gaff, das heißt The Artist as Producer, handelt nur von Karl Johansson, der nämlich genau das gemacht hat, von der Konstruktion in die Produktion zu gehen und dann in der Red Roller Factory, Dinge, mit denen man über einen Acker fährt, so Traktoren. Genau, danke. Eine Traktorenfabrik, war. Fahrräder, nee. Stepanova und die Sternbergs waren in dieser Gruppe. Die haben ein Programm aufgestellt, was sozusagen das Programm der Produktivisten wurde. Der Produktivismus als Richtung, also wirklich als Ablehnung der Komposition in der Kunst, aber auch als Beendung der Laborsituation, also eben des Konstruktivismus, wurde als erstes sozusagen als Programm festgesetzt. Im Proletkult wurde es 1920 als allgemeines Programm festgesetzt, wurde aber nur teilweise realisiert. 1921 wurde es dann im Inschuk als Programm festgesetzt und in der Buchtzmass, also in der Kunsthochschule, war das immer so, dass es nur in bestimmten Klassen durchgesetzt wurde, also von Tatlin, also den üblichen Verdächtigen in dem Fall. Am Inschuk ging es darum, dass Realität und Materialität in eins gesetzt werden sollten. Also, dass man sozusagen das erste Programm, also das Programm wurde dann auch wirklich so gegen Kandinskys Programm im Nachhinein nochmal umformuliert. Und der erste Punkt war die Ablehnung des Erkenntnischarakters der Kunst. Das ist insofern interessant, als dass die Theorien, mit denen man sich heute so, oder ich mich zumindest so manchmal beschäftige, wenn es um marxistische Kunsttheorie geht, wie zum Beispiel Peter Bürger oder Theodor Viadorno oder Herbert Marcuse, dass die ja alle ganz fest vom Erkenntnischarakter der Kunst ausgehen und das auch ins Zentrum ihrer Überlegungen stellen, was bei Walter Benjamin nicht der Fall ist, am Rande bemerkt, der aber auch zu der Zeit öfter in Russland war und an den Diskussionen teilgenommen hat.
Also vor allem durch Brecht, egal. Kein Exkurs hierhin. Der Erkenntnischarakter der Kunst wurde deswegen grundlegend vom Inschuk angezweifelt, weil gesagt wurde, der Erkenntnischarakter der Kunst setzt die Kunst gleich mit der Sprache. Also er trennt wiederum Geistige von körperlicher Arbeit und spricht der Kunst deswegen eine progressive Stellung zu, weil sie gedachte, weil sie sozusagen umgesetzte Philosophie ist. Also die Kunst wäre dadurch gerechtfertigt, dass, und das ist ja bei Adorno ganz ähnlich, sie eben einen reflexiven Gehalt hat, der sich formuliert wie ein Urteil. Also indem die zum Beispiel die Malerei sich so formuliert, dass sie ein Urteil über das ist, was sie darstellt. Das ist was, wogegen sich die Produktivisten ganz klar gewendet haben, weil sie gesagt haben, die Komposition der Produzenten und die Kontemplation der Rezipienten sind sozusagen zwei Seiten desselben Problems. Umgesetzt werden muss eine Materialkunde und Künstler müssen, das gibt's von Arbatow, von Boris Arbatow, der auch daran beteiligt war, wiederum ganz schön als Text, Künstler sollen sich zurückbesinnen auf die Materialkunde ihrer Arbeit. Also zum Beispiel gab es ganz viele Musiker, die halt versucht haben, mit so Radio, naja, Radio ist fast übertrieben, Radioformen zu arbeiten oder eben das, was ich vom Proletkult erzählt habe, diejenigen, die dann dazu übergegangen sind, Maschinenmusik zu machen. Maler sollten sich mit Chemikern zusammensetzen, um sich darüber klar zu werden, wie sich ihre Farbe zusammensetzt. Also der Versuch war, die Künste jeweils zurückzuführen auf die materialen Wissenschaften, die ihren Produktionsmitteln zugrunde legen. Und dadurch eben diese Idee des Erkenntnischarakters der Kunst umzuwandeln in einen Charakter von produzierter Realität. Also eben davon, dass Kunst permanente Produktion ist. Das führt zu was ich am Anfang auch schon mal gesagt habe, nämlich dass es eine klare Ablehnung von künstlerischer Qualität zugunsten der Forderung von Produktivität gab. Das lässt sich ganz schön beschreiben an der Ausstellungspraxis sowohl der Buchtimas als auch des Inschuk. Es gab immer wieder Ausstellungen und zwar so im Monatstakt. Diese Ausstellungen waren aber nie Ausstellungen, in denen Werke präsentiert wurden. Also da sind zwar Sachen drin, die heute als Werke in Museen stehen, aber damals wurden die nicht als Werke präsentiert, sondern als vorläufige Thesen. Also als Thesen zur Konstruktion. Es ging darum, die eigene Produktion immer wieder auszustellen als produktiven Versuch, die Kunst in die Gesellschaft aufzulösen und mit bestimmten Formen der industriellen Produktion anzunähern. Was hier auch immer wieder durchläuft, sind so Stoffe. Barbara Stepanova, die auch auf dem Foto drauf ist, mit so einer Kippe in der Hand und so kurzen Haaren. Und Lyubov Popova, die so eine etwas alberne Knödelfrisur hier hat auf dem Foto, sind zusammen in Textilfabriken gegangen und haben versucht, in Textilfabriken die Struktur der Stoffe und die Bedruckung der Stoffe und die Frage, wie solche Stoffe geschnitten werden und für wen die produziert werden, neu zu bestimmen und sozusagen da direkt ihre eigene malerische Praxis zu überführen in eine produktive Praxis. Man sieht, es gibt so ein Foto, wo so Menschen an so Fenstern rumstehen, was immer wieder auftaucht. Das sind Sportanzüge, die Barbara Stepanova entworfen hat. Denn die Idee war, Kleidung zu produzieren, an der jeder Mensch auf der Straße erkennen könnte, wo die andere Person arbeitet, zu welchem Teil der Gesellschaft sie gehört, woher sie sich kennen. Also, dass man sozusagen so ein Erkennungsmerkmal hat, was heute ein bisschen gruselig klingt, aber natürlich in Zeiten der solidarischen kollektiven Produktion einen ganz anderen Beigeschmack hat. Aber dazu komme ich gleich, ich komme gleich zum Ende und dann komme ich auch nochmal dazu, inwiefern das heute alles eine sehr problematische Idee geworden ist. Leider. Das Programm des Inschuk bestand, also dieses produktivistische Programm des Inschuk bestand in drei Teilen. Einmal die Tektonik, das ist wiederum ein Begriff, der übernommen worden ist von Alexander Bogdanow, von dem ich schon mal sprach. Die Tektonik ist eine Arbeitsorganisierung, das ist die Theorie einer Organisierung, einer Neuorganisierung der Arbeit, die, wenn man sie heute liest, relativ fordistisch anmutet und die auch in einem Institut endete, das sich Not nannte und das unter anderem von Gustav, einem anderen Mitglied des Proletkults, geführt wurde und in dem dann wirklich tektonische Analysen gemacht wurden darüber, wie man Arbeiter zu Maschinen ins Verhältnis setzen kann. Also man sieht dann solche Holzkonstruktionen, an denen Arbeiter so stehen müssen und ausprobieren, wie sie sich am besten darin bewegen können. Das ist so ein bisschen gruselig.
Also das dreiteilige Programm besteht in Tektonik, Konstruktion und Faktur. Und Faktur ist eben die Materialität, die Materialkunde, die Verarbeitung nicht nur von Oberflächen, sondern die Verarbeitung des Materials. 1921, ich hatte das eben schon mal erwähnt, läutet die Gruppe das Ende der Laborphase ein und beschreibt den Übergang in den Produktivismus. Das tun sie mit einer Ausstellung, die heißt 5x5. Da waren Rodchenko, Exter, Popova, Vesnin und Stepanova drin. Und sie haben alle Texte zu ihren eigenen Produktionen geschrieben. Das ist nochmal was anderes, was ganz wichtig ist dafür natürlich. Das sind alles Künstler, die ihre eigenen Produktionen auch immer kommen, also die sowohl Schreiber als auch Künstler sind, die an jedem, also die in unterschiedlichen Medien daran arbeiten, weil es ja darum geht, eine gemeinsame Produktion zu entwickeln und man deswegen nicht seine Arbeiten in irgendeinem Kunsttheoretiker gibt und sagt, schreib mal was Hübsches. Weil weder waren die Arbeiten hübsch, noch sollten sie das sein. 1923 verfasst Nikolai Tarabukin den Text von der Staffelei zur Maschinerie, der sehr empfehlenswert ist, wenn man sich angucken will, was die Theorie der Abschaffung der Kunst in diesem Zusammenhang ist, weil Tarabukin darüber schreibt, dass die Staffelei eben ein Produktionsmittel ist, was in Zeiten der industriellen Produktion vollständig überholt ist und deswegen heute die Maschinerie das geeignete Instrument der Kunst ist. Der Text findet sich übersetzt in dem sonst überhaupt nicht zu empfehlenden Buch von Boris Groys am Nullpunkt. Boris Groys hat so drei Teile rausgegeben mit Anthologien zur russischen Revolution, von denen ich wirklich explizit abraten möchte, weil Groys ein sehr esoterisches Verständnis von Kunst hat und für ihn Malevich der einzig revolutionäre Künstler war und so jemand wie Tatlin und Arbatow und die Produktivisten gar nicht wirklich auftauchen, bis auf Tarabukin. Und 1922 beschreiben sie ihr Programm dann als, und das kann ich nicht richtig aussprechen, Wäschism. Das ist jetzt so eine Mischung aus Russisch und Englisch. Wäsch ist das Ding und es geht halt um die Dingwelt, also es geht um die Theorie der Dinge. Damit so sehr kursorisch komme ich nichtsdestotrotz mal zum Schluss. Vielleicht noch ein Zitat zu diesem Wäschism, was eigentlich ganz übersichtlich ist, von Ossip Brick. Wir betrachten unsere Hauptaufgabe der proletarischen Kunst, die völlige Vernichtung der Begriffe freies Schaffen und mechanische Arbeit und deren Ersetzung durch einen einheitlichen Begriff schöpferische Arbeit. Weiter dazu, jede Art von schöpferischer Tätigkeit in der Technik, der Sozioökonomie, der Politik, im Alltagsleben, in der Wissenschaft und Kunst ist eine Form der Arbeit und gestaltet sich genauso aus der organisierenden oder desorganisierenden Anstrengung des Menschen. Schöpferische Arbeit ist nichts anderes als seine Arbeit, deren Produkt nicht die Reproduktion eines fertigen Musters, sondern von etwas Neuem ist. Also der Produktivismus ist schon so ein sehr emphatischer Blick immer aufs Neue und darauf, dass die Zukunft offen ist. Also Arbatow schreibt zum Beispiel auch darüber, dass es im realisierten Kommunismus keinen Alltag mehr gäbe. Weil Alltag immer bedeutet, es gibt einen Ritus, dem gefolgt wird, also es gibt ein Muster, was sich wiederholt. Und Arbatow beschreibt, dass es dieses Muster nicht mehr geben würde, dass kein Alltag im Kommunismus denkbar ist. Damit komme ich dann auch zum Problem, weil das natürlich eine extrem vitalistische Vorstellung sowohl des Menschen als auch der Kunst ist, die nicht nur die Möglichkeit zur permanenten Produktion vorschlägt, sondern das ja als Zwang setzt. Also der permanente Produktivismus ist gleichzeitig das, was nicht unbedingt heute Neoliberalismus heißt, aber schon sehr nah dran ist. Weil wenn man sich zum Beispiel heutige Diskussionen anguckt um Prekarität der Arbeit und das Verschwimmen von Arbeitszeit und Freizeit, dann geht es in der Ideologie dieser Befreiung der Arbeit im neoliberalen Sinne genau ja darum, dass alles ständig produktiv ist. Das soziale Leben ist genauso produktiv wie das Arbeitsleben und es gibt eben sozusagen einen negativ geturnten Produktivismus. Das ist jetzt gar nicht gehässig von mir gemeint, sondern wie kann man das beschreiben? Also zum Beispiel ist dafür, wie das sozusagen passiert ist, da ein ganz hübsches Beispiel. Es gibt von Terry Eagleton dieses Buch Aesthetics und darin beschreibt er ganz schön das Problem an Dada, dass Dada, und dasselbe gilt für die Produktivisten, keine großen Meisterwerke produzieren wollte, sondern Standard bekommen. Das Ziel, Standard sein, das Ziel war, Standard zu werden. Man wollte den Standard der Gesellschaft bestimmen.
Die Frage bei diesem, wird man Standard oder nicht, ist ja nicht nur die, schafft man es Standard zu werden, sondern auch, von was wird man dann Standard? Und da ist man bei dem Problem, was Produktivisten und Dadaisten teilen. Sie wurden nämlich beide zum Standard, aber zum Standard einer kapitalistischen Produktion. Denn das Gesellschaftsmodell, in dem sie diesen Versuch des Standards angefangen hatten, setzte sich nicht durch, sondern wurde zurückgeschlagen. Gleichzeitig wurden aber ihre Produktionsmittel als Mittel des Kapitalismus weiterentwickelt, weswegen Dada und Werbung immer wieder als wahnsinnig ähnlich dargestellt werden, was sie auch sind, denn Dada wurde Standard, nur Dada wurde Standard der falschen Gesellschaft. Das ist ein Problem, was man für den Produktivismus ähnlich beschreiben kann, weil man auch da genau dieses Problem hat, dass der Produktivismus, dass sozusagen 1932 gab es den Erlass des Zentralkomitees, dass alle freien Künstlerverbünde aufgelöst werden sollten in den einen vom Staat gegründeten Künstlerbund. In diesem Künstlerbund wurden viele Sachen fortgeführt, die vorher von den freien Künstlergruppen organisiert wurden, aber als staatliche Institution. Wenn man also einen Proletkult als eine Proletkultinstitution hat, die versucht, Arbeit tektonisch neu zu organisieren und das Verhältnis von kreativer und reproduktiver Arbeit neu zu bestimmen, um die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit abzuschaffen, ist es da schon ein Problem, dass es einen Hang zum Fordismus gibt. Also es gibt auch wirklich dann positive Texte zu Ford und warum Fordismus eine positive Errungenschaft sei. Aber solange das unter der Überschrift steht, gegen die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, ist es immer noch eine produktive Idee. Sobald es aber unter der Ägide eines Staates abläuft, der ab 1926 sagt, Kommunismus in einem Land, ist es ein nationalstaatliches Programm, in dem der Mensch wiederum vorobjektivierte Arbeit leistet, also in dem die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit zugunsten einer Reproduktion des Staates verschoben wurde. Also wo diese fordistische Tendenz, die im Produktivismus war, die einzige Tendenz ist, die davon übrig bleibt, nachdem ihre selbstorganisierten Künstler abgeschafft wurden. Fordismus benennt sich nach Ford, wie das Auto. Entschuldigung. Und 1914 wurde das Fließband eingeführt. Und das Fließband, die Einführung des Fließbands ist sozusagen so ein exemplarisches Ereignis des Fordismus. Der Fordismus besteht auf der einen Seite, also hat sich als Begriff durchgesetzt für auf der einen Seite eine Organisierung der Arbeit eben als arbeitsteilige Fließbandarbeit, also als erweiterte Arbeitsteilung, in der jeder nur noch so einen Handgriff macht und also keine sinnhafte Tätigkeit im Sinne von etwas Ganzes bauen verfolgt. Und auf der anderen Seite in der Koppelung von Arbeit und Freizeit, also dass sozusagen die Arbeiter dadurch, dass sie 10 Stunden lang zusammen im Werk stehen, gleichzeitig natürlich dann auch ihre Freizeit, ihr Wohnen und alles andere darüber produzieren. Also Fordismus ist sozusagen die Verbindung von Produktion und Konsumtion in der kapitalistischen Reorganisierung der Welt und hatte so seine Hochzeit eben von Erschaffung des Fließbands an, unterbrochen durch Krieg, dann bis in die 70er, späten 70er und frühen 80er, wo sozusagen das fordistische Modell, weil das fordistische Modell auch sowas wie Vollbeschäftigung meint, dann gescheitert ist und durch härtere Maßnahmen abgelöst wurde. Also zusammenfassend zum Schluss, Produktivismus geht, was ich versucht habe zu erklären, von der Verwirklichung des Subjekts in der Arbeit aus. Dabei gehen die aus von einem einfachen Arbeitsbegriff wie bei Hegel. Also ne, bei Hegel ist Arbeit halt noch, Mensch verwirklicht sich in Natur. Das ist eine schöne Idee, hat aber mit kapitalistischer Produktion erstmal nicht mehr so richtig viel zu tun. Denn Marx schreibt dann in seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, dass eben diese Arbeit, die Hegel als einfache Arbeit beschreibt, als industrielle Arbeit zur Vergegenständlichung des Individuums wird. Also das Individuum selbst wird Produktionsmittel seiner eigenen Produktion. Wenn man sich anguckt, also Russland war vor der russischen Revolution kaum industrialisiert oder nur sehr, sehr in sehr begrenzten Bereichen industrialisiert. Deswegen war die Hoffnung der russischen Revolution, dass man eine Industrialisierung auf der Basis einfacher kollektiver Arbeit realisieren könnte. Dass man sozusagen dieser Vergegenständlichung des Individuums im industriellen Prozess entgehen könnte. Das
hatte Stalin dann nicht mehr so unbedingt als seinen Hauptplan. Und außerdem muss man sagen, das Projekt von Kommunismus in einem Land ist bei einer globalen kapitalistischen Produktion ja auch eins, was von vornherein nicht funktioniert, weil es Arbeitsteilung weltweit gibt. So, aber man hat es bei den Produktivisten mit Leuten zu tun, die eben von diesem einfachen Arbeitsbegriff ausgehen. Wenn man das ist immer noch eine sehr interessante Idee, nur ich würde sagen, dass man heute sich sozusagen nicht als gegenwärtiger Fan des Produktivismus eins zu eins auf die Produktivisten beziehen kann, weil man damit eben genau diese Romantisierung der individuellen Arbeit wieder in Kraft setzt, die mit der kapitalistischen Gegenwart nicht besonders viel zu tun hat, außer dass sie eine Romantisierung ist. Und zwar eine Romantisierung eines Zwangs zur permanenten Produktion, der als kapitalistischer Normalfall ohnehin durchgesetzt ist. Von daher wäre, wenn man sich heute Produktivismus anguckt und sich fragt, meine Eingangsfrage, war der Produktivismus ein Realismus? Ich würde sagen, in Zeiten der russischen Revolution war der Produktivismus ein Realismus, weil er eben versuchte, die Realität selbst aus der vollständigen Revolutionierung der künstlerischen Produktion zu gestalten. Heute wiederum wäre eine produktivistische künstlerische Strategie, also ein einfaches Wiederaufrufen dieser revolutionären Avantgarde, würde ich sagen, kein Realismus, weil dieser Gegensatz zwischen Innerlichkeit und Produktion, der eben bei den Konstruktivisten sehr stark aufgemacht wurde, die absolute Ablehnung jeglicher Innerlichkeit, etwas ist, was, wie ich finde, das wäre zu diskutieren, im Stand der postfaschistischen Gesellschaft nicht zu halten ist. Also wenn man sagt, es gab die große Idee der Aufklärung oder es gab die große Idee der Emanzipation, die irgendwie sich in der russischen Revolution sozusagen letztmalig versuchte, auf dem Niveau einer Verhinderung kapitalistischer Globalität durchzusetzen und sich anguckt, in welche Richtung das mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Nationalsozialismus, mit Auschwitz gelaufen ist, dann muss man sich schon fragen, was bedeutet das für Subjekte nach Auschwitz? Also inwiefern ist die Subjektivität, also diese heroische Subjektivität des Produktivismus, von der der ausgeht, grundsätzlich angegriffen durch die Historie, die ihm durch die Finger ran, also durch die Historie, die er unmöglich dominieren konnte. Und inwiefern muss man sich dann fragen, okay, wenn das Subjekt kein heroisches mehr ist, inwiefern muss dann doch Innerlichkeit oder Unbewusstes viel mehr Teil einer revolutionären Strategie sein, als es im Produktivismus der Fall ist. Denn Produktivismus innerhalb des Kapitalismus ist erstmal nicht mehr als eine relativ affirmative Bewegung. Vielleicht höre ich noch mal was dazu sagen. Also ich hatte es irgendwie in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt, also das ist ja, den westlichen Ländern sowas gab, wie Surrealismus, eine Bewegung, die eben diese Linie vom Dadaismus sich in dieser Tradition gesehen haben. Und mir kommt es irgendwie so ein bisschen so vor, als ob das halt zwei Linien sind, die eigentlich irgendwie kaum eine Verbindung hatten, wie ich das auch schon angedeutet hatte. Ich weiß nicht, ob du zu diesem Verhältnis zwischen diesen verschiedenen Avantgarde-Strömungen vielleicht noch was sagen kannst. Gerne. Von zwei Seiten aus. Zum einen gab es in Düsseldorf, ich glaube, es war in Düsseldorf, ja, 1922 oder 24, das bin ich mir leider gerade nicht so aus dem Kopf sicher, ein Treffen der konstruktivistischen Künstler. Und da waren Hans Richter, Belisitzky, Kurt Schwitters war auch dabei. Also es war ein Treffen zwischen Künstlern aus dem revolutionären Russland und westlichen Dadaisten, die eben versucht haben, ihre Programme zusammenzusetzen. Die haben sich nach einem halben Tag so zerstritten, dass sie diesen Kongress aufgelöst haben. Und zwar deswegen, weil sie natürlich, also nicht natürlich, sondern weil sie vollständig unterschiedliche Zwecke haben. Und das vielleicht an einem Beispiel. Elisitzky hat in der Zeit, in der er noch in Russland wohnte, genauso wie Rutschenko und Majakowski, Werbungen gemacht. Also Werbung produziert für... ich weiß immer die Namen nur auf Englisch, weil ich das meist auf Englisch gelesen habe. Unsere Fabrik wäre wahrscheinlich der Name der Fabrik auf Deutsch. Die haben immer alle sehr schöne Namen, diese revolutionären Fabriken, weil die so unsere Kekse und unsere Trecker und unsere heißen. Und dafür haben die Reklamen produziert. Und die Idee dieser Reklame war in Majakowskis Sprachbild, genauso wie in der visuellen Gestaltung,
eben diese, den Konstruktivismus als eine völlig neue Wahrnehmung der Welt zu etablieren. Also als eine, als neue Form, als bei Lisicki ja auch immer als Versuch, die Dreidimensionalität zu überwinden und zur vierten Dimension zu gelangen. So, dann ist, Lisicki hatte ja relativ schwierige Lungenprobleme und ist dann ins Ausland gegangen und hat, um eine Lungenbehandlung in der Schweiz bezahlen zu können, eine Pelikan-Werbung gemacht. Diese Pelikan-Werbung sieht recht ähnlich aus wie das, was er in Russland produziert hat. Ist aber was ganz anderes, weil hier Lisicki als Marke, als Stil gebucht wurde. Also da der konstruktivistische Stil als Werbung für einen bestimmten Teilnehmer des kapitalistischen Marktes eingesetzt wurde. Was in der Gestaltung identisch aussieht, aber von dem Sinn, was damit zu tun ist, das Ganze um 180 Grad dreht. Also nochmal, also sozusagen als Kommentar dazu, inwiefern der Produktivismus halt wirklich darauf beschränkt war, revolutionäre Kunst zu sein. Und inwiefern natürlich dazu im Gegensatz sowas wie Realismus oder auch Surrealismus immer künstlerische Bewegungen waren, die sich innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft eben an dem Unterschied zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit abgearbeitet haben. Also in dem nie ein positives Ziel 1:1 formuliert werden konnte, weil damit die Abschaffung der Gesellschaft gesetzt sein müsste, in der man arbeitet, sondern in der ein Ziel immer als Angriff formuliert werden musste, weil er immer als Angriff auf die Produktionsweise formuliert werden musste, von der man selber als Künstler ja immer Teil war. Also man nie seine Rolle als Künstler verlassen konnte, was auch ein wesentlicher Teil dieses Streits in Düsseldorf war, dass, ich glaube, Schwitters war das, aber ich bin mir nicht mehr sicher, also bei dem ist es auf jeden Fall so, aber ich weiß nicht mehr, ob er im Zentrum des Streits war, dass alles Leute sind, die, also die westlichen Genossen wollten alle ihren Status als Künstler nicht aufgeben, sondern haben gesagt, so, nee, wir sind Künstler und wir produzieren als Künstler und das ist die einzige Sphäre, in der wir das produzieren können, was wir für revolutionäre Kunst halten. Während die Russen natürlich sagten, also Künstler zu sein, ist nun wirklich so das Reaktionärste, was wir einfallen lassen können. Das haben wir mit Malevich und Kandinsky und die haben wir zum Glück aus Moskau verdrängt. Also da ist natürlich die Stellung im Produktionsprozess von vornherein eine andere. Sehr lange Antwort. Ich kann noch antworten zum Surrealismus oder Realismus, aber ich kann es auch lassen, weil dann rede ich... Soll ich das noch erzählen? Zum Realismus? Märchenstunde mit Kerstin. Nee, Nein, auf gar keinen Fall. Also, 1934. Es begab sich 1934. 1934 gab es einen Kongress in Paris, das war der Internationale Schriftstellerkongress. Der wurde einberufen von unter anderem Aragon, damals glaube ich auch sogar noch Breton, obwohl die da eigentlich schon zerstritten sein müssten, und Thomas Mann und Bloch und Brecht und haufenweise kommunistischen wie aber auch bürgerlichen Schriftsteller, und zwar aus dem Grund, weil kurz zuvor von der Komintern die Strategie der Volksfront ausgerufen wurde, also im selben Jahr 1934 wurde die Strategie der Volksfront ausgerufen, und die Strategie der Volksfront bedeutet, in Europa ist überall Faschismus. Wir können nicht länger als erstes Ziel auf die Verwirklichung des Kommunismus zuarbeiten, sondern in Anbetracht dessen, was in Europa passiert, müssen wir einen vordringlichen Zweck formulieren, und zwar die Bündelung aller kommunistischen und bürgerlichen Kräfte gegen den europäischen Faschismus. Dafür gab es diesen Kongress, wo sich dann zum ersten Mal bürgerliche und kommunistische Autoren getroffen haben. Und auf diesem Kongress wurde die Realismusdebatte beschlossen. Und die wurde dann in zwei Städten ausgeführt. Einmal das, was ich erwähnt habe, Ernst Bloch, Brecht und Co. machten, und Willy Bredel, genau, der der Herausgeber von Das Wort in Moskau war, zettelten die Expressionismusdebatte an und stritten sich darüber, was ein Realismus der Gegenwart sein könnte. Denn man muss sich ja schon weiterhin klar machen, wenn es kommunistische Künstler waren, die nicht innerhalb Russlands lebten, war Realismus für die Gesetz.
Denn als Bewohner der, als möchtegern revolutionärer Bewohner der nicht russischen Peripherie, war die Komintern das Orientierungsmerkmal. Und jeder, der jenseits der Komintern versuchte, Formalismus revolutionär zu machen, war erstmal eine relativ deviante Figur. Also war der von der Partei gesetzte Realismus der Ausgang der Diskussion. Auf der französischen Seite wurde da 1935 eine Realismusdebatte organisiert von Aragon. Und zwar genau gegen seine surrealistischen Genossen. Nämlich damit, dass er sagte, die einzige Kunst, die heute revolutionär sein kann, ist der Realismus. Und das Schlimme ist, dass bei Aragon damit wirklich gemeint war, dass der so Arbeitermaler eingeladen hat. Also es gab zwei Ausnahmen, Fernand Léger war da und Le Corbusier, die beide auch zum Thema Realismus gesprochen haben. Aber ansonsten war es wirklich so, dass Aragon unter Realismus, den er da gegen den Surrealismus stellte, wirklich das, was man im schlimmsten Vorurteil über Realismus denkt, gesetzt hat, nämlich zu sagen, man muss Arbeiter malen. Und er hat dann ja auch das letzte Buch, was Aragon, nicht das letzte, aber das letzte Kunstbuch, was Aragon veröffentlicht war, hat, war dann ja auch ein Buch zu Courbet und zum Realismus, in dem er Courbet als den größten nationalen Künstler Frankreichs feiert und den Realismus als die nationale Kunst schlechthin, also woran man so ein bisschen sehen kann, wie das dann so ins Problem umgekippt ist.